Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Jetzt war es doch ganz schön Manola-lastig in den letzten Folgen, deswegen wollen wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen zumindest in Crown Falls weitermachen. Aber ich werde auch zeitgleich nochmal, also parallel auch in Manola noch ein bisschen weiterbauen, weil da sind wir einfach gerade wirklich auf einem guten Weg, wie ich finde. Macht doch gerade ziemlich Spaß, dort drüben zu bauen. Nichtsdestotrotz, dass wir vielleicht schon mal so ein bisschen in die weitere Planung reingehen. Weiteres Großprojekt hier in der Gegend wäre ja schon auch mal langsam der Palast. Ich glaube, der ist jetzt auch wirklich mal fällig. Und vom Standort her, ich habe es ja schon mal gesagt, also hier oben so erhöht wäre das schon irgendwie nett, aber letzten Endes beeinflusst der ja auch Gebäude und deswegen sollten wir den schon hier unten irgendwo haben. Und ich denke, hier oberhalb von den kulturellen Einrichtungen, Museum und Zoo, das passt eigentlich ganz gut, wenn wir den hier vielleicht so hinbauen. Vielleicht sogar noch mit ein bisschen Abstand, wo ich das gerade so sehe, dass wir hier noch ein bisschen Möglichkeit für Deko-Zeug haben, dass wir zumindest noch so eine bisschen größere, eine etwas größere Fläche sogar lassen. Wir schauen mal ganz kurz ins Verschönerungsmenü und schauen uns mal ein paar von den Sachen an. Was sind denn so die größten Sachen, die man bauen kann? Also zumindest hätte ich gerne irgendwie auf jeden Fall ein paar so fette Brunnen hier. Schauen wir mal bei den Spezialsachen. Großer Brunnen, sowas zum Beispiel. Ja, der dürfte sogar noch ein bisschen größer sein. Löwenstatue, da ist das alles noch relativ überschaubar hier. Oh, Schachtische, gab es die beim letzten Mal auch schon. Muss ich eine Krinoline tragen? Na, ich werde mal überlegen. Also was ich auf jeden Fall haben möchte, dass zum Palast eine dicke Straße hinführt oder mehrere. Wir müssen mal schauen. Also, dass wir hier ungefähr das Hauptgebäude vom Palast hinbauen. Schauen wir mal wegen Symmetrie und so. Dass wir das so vielleicht ungefähr machen. Ja. Und hier das Palastgebäude. Jetzt müssen wir nur schauen, was wir hier für einen Abstand machen. Also zu viel Platz möchte ich jetzt natürlich auch nicht mit Dekokram zu ballern, aber es sollte schon angemessen sein. Schauen wir nochmal hier kurz rein. Verschönerungsmenü, luxuriöser Park. Ne, das sind so die alten Sachen. Spezialgebäude. Also irgendwie nochmal auf jeden Fall so einen richtig dicken Brunnen. Glücksbrunnen gäbe es hier. Da haben wir doch bestimmt noch irgendwas Besseres. Speicherstadtornamente passt hier überhaupt nicht hin. Die Sachen sind noch gar nicht freigestalten. Wieso nicht? Ah, okay, brauchen wir 5000 Investoren für. Botanika, das sind natürlich auch, also grundsätzlich schöne Sachen hier. Ja, das würde natürlich schon ganz gut hier hinpassen. Dass wir den vielleicht erstmal als Platzhalter hinstellen, aber trotzdem würde ich erstmal noch irgendwie so ein richtig, es gibt doch so richtig dicke Brunnen auch. Oh, ist aber auch nett. Nee, da muss auf jeden Fall, da nehmen wir klassische Ornamente, da muss irgendwie ein Brunnen hin. Und zwar einer von den größeren. Das ist alles viel zu klein hier. Viel zu klein. Bauernzäune. Auch nette Sachen, aber das ist alles nicht so wirklich das, was ich mir vorgestellt hatte. Springbrunnenplatz, das wäre schon eher nach meinem Geschmack. Aber da gibt es doch noch was Größeres, oder? Ah, ich will es auch nicht zu lange rumfummeln hier, sonst machen wir es vielleicht erstmal mit Platzhaltern und ich überlege mir dann nochmal was und mache das vielleicht dann als Zeitraffer oder so. Könnte ich mir auch vorstellen. Nee, dann wir disponieren um. Ich mache das nochmal in Ruhe alles. So, jetzt hätte ich gerne genau bei den Seasons, Botanica, dass wir das zumindest mal als Platzhalter ein paar von den Dingern hier reinbauen. Denn damit ist sichergestellt, dass wir auf jeden Fall genügend Platz für diese Gärten hier haben. Weil die sehen halt schon echt gut aus. Und dann bauen wir uns hier noch schnell ein bisschen Straße hin, grenzen das mal so ein bisschen ab, dass das auf jeden Fall, ich würde sagen, bis hierhin darf das dann schon gehen. Ist das einigermaßen? Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, okay. So, dann kommt hier einmal das Hauptgebäude des Palastes hin. Ist das... das ist nicht symmetrisch, ne? Oh nein, da steht eins über. Das ist... Ja gut, okay, müssen wir drüber hinwegsehen. Sorry Leute, aber geht nicht anders. Und dann setzen wir direkt noch ein paar Module dazu. Palastflügel einmal hier, einmal da. Und vielleicht bauen wir diesmal auch ein bisschen kompakter, könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Dann haben wir hier eine Kreuzung. Ich hätte gerne hier so ein T-Stück nochmal, dass wir hier nach hinten auch noch ein bisschen wegbauen können. So, jetzt haben wir eh schon keinen Stahlbeton mehr, okay. Oder Beton.
Na gut, reicht auch für den Anfang. Ich wollte erstmal sowieso nur so die Grundlagen schaffen. Vielleicht bauen wir sogar hier noch so ein bisschen rum. Mal schauen. Aber Ministerium könnten wir schon mal auswählen. Richtlinien. Verwaltung, Kultur, Arbeit, Wohlfahrt. Wohlfahrt. Plus 50 Inselarbeitskräfte pro Rathaus. Höhere Wahrscheinlichkeit der Spezialisten. Okay, das ist schon gut. Produktivität für Produktionsgebäude in Reichweite. Oh, das ist natürlich schon super. Ich glaube, das machen wir. Bei Handelskammern habe ich jetzt doch schon einige hingestellt. Das gibt Zusatzwaren, beeinflusst alle landwirtschaftlichen Produktionsstätten und das ist halt noch nicht freigeschalten, hängt von der Attraktivität ab. Okay, dann haben wir da nämlich auch nochmal einen guten Grund, da ein bisschen weiter Man kann reinzugehen. nicht alles Schwerindustrien verwirklichen. haben wir gar nicht so viele. Ja, dann bringt uns das vielleicht gar nicht so viel. Schauen wir uns lieber nochmal was anderes an. Gehen wir hier nochmal rein. Richtlinien. Naja gut, mehr. Das ist eigentlich beides ziemlich gut. Hätten wir alles in Reichweite hier drüben. Zumindest einen großen Teil. Nehmen wir das mal für den Anfang. Da kann man ja alles noch umbauen, umdisponieren. Schiff vom Stapel Wohlfahrt. gelaufen. Naja, wobei. Plus, also mehr Attraktivität ist auch nicht so doof, um das wieder auszuhöhlen. Aber wir lassen das jetzt mal so. Das passt schon für den Anfang. Dann, was ich auch noch ganz gerne machen würde, zumindest hier ein bisschen weiterbauen, auch wenn wir jetzt aktuell noch keine Tiere haben, aber die besorgen wir uns einfach. Dass wir das schon mal so ein bisschen weiter ausbauen und auch durchaus ein ganz klein bisschen Ihr Hafen wird großzügiger. angegriffen. Hier wird irgendwas angegriffen. Prächtige Nachrichten. Ah, was haben wir denn hier? Palastenthüllung. Zeugt vom Bestreben der Regierung, effizientere Gesetze in Kraft zu setzen. Der Schatzkanzler äußert sich nicht dazu, wie die astronomischen Baukosten finanziert werden sollen. Auf Seite 6 berichtet Walker Hagger von seiner gewagten Kronjuwelen-Verpfändungstheorie. Ja, gewagte Theorie. Das ist fast schon wie die Bild-Zeitung hier, ne? Weiß gar nicht, ob ich sowas sagen darf. Na schön, wir machen hier noch ein bisschen, gestalten es ein bisschen großzügiger. Und hier würde ich dann tatsächlich auch nochmal irgendwie eine Mauer außenrum bauen. Das macht ja Sinn, ne? Okay, hatte ich eh ein bisschen anders gestaltet, beides. Okay, macht aber nichts. Hier haben wir die gleichen Sachen zur Auswahl, ne? Dann nehmen wir hier auch nochmal Pflasterornamente, dass wir hier ein bisschen Platz zwischendrin haben noch. Und bauen noch ein paar Ausstellungsflächen. Kosten die eigentlich Unterhalt? Nee. Irgendwann kostet es Einfluss, glaube ich, ab einer gewissen Zahl, aber bis hierhin noch nicht. Na gut. Zap, zap. Und hier auch nochmal, kann man das noch ersetzen hier eigentlich? Würde mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen, wenn wir die nochmal rausnehmen hier. Ja. Okay. Aktuell nichts vorhanden, glaube ich. Tiere haben wir, glaube ich, keine mehr übrig. Müssen wir uns welche besorgen gehen. Und ich glaube, hier haben wir aktuell auch nichts mehr. Na gut, also das wird kommen. Und ich denke, dann werden wir hier auch nochmal einen ordentlichen Boost bekommen. Okay. Dann würde ich das, glaube ich, jetzt hier mal bis auf Weiteres so stehen bleiben. Hier hat es gebrannt beim letzten Mal, habe ich alles wieder zusammengebaut. Wie geht's Das denen haben wir sonst so den entwirrt, Leuten höchst hier? passabel. Sind zumindest zufrieden. Ach nee, genau. Na, stimmt. Eine Sache noch, ganz, ganz wichtig. Ich habe ja jetzt hier nochmal einen Öltanker auf die Reise geschickt. Das sollte dann demnächst dazu führen, dass wir hier auf jeden Fall mehr Öl bekommen. Und ich habe auch nochmal einen zweiten den Auftrag gegeben. Ah, sehr gut, der ist auch schon fertig. Den schickt man direkt noch auf die gleiche. Nee, Moment. Kann man noch einen zweiten Öltanker auf eine Route schicken? Geht das? Die Menschen Das wäre lassen er sie hier. hochleben. Öl Manola nach Crown Falls. Ja, da kann man noch einen zweiten draufpacken. Sehr gut. Heißt auch Stern des Südens. Stern des Süde 2. Okay. Weil da haben wir wirklich mehr als genug in Manola. Da habe ich auch die Lagerkapazitäten nochmal erhöht. Muss man vielleicht sogar nochmal ein bisschen erhöhen. Aber wir haben ja so viele Ölquellen noch, die wir anzapfen können in Manola. Also es macht auf jeden Fall Sinn, das Öl hierher zu verfrachten. So, und hätten wir hier vielleicht noch schnell ein anderes, ein passendes Item, dass wir den ein bisschen schneller laufen lassen können. Ja, müsste ich auch mal dran setzen und warten, bis hier, also die Handelsschiffe abpassen. Na, wieso kann ich das Handelsmenü nicht öffnen? Müsste doch gehen. Nehmen Fahrt auf. Um die ganzen Frachter. Ach, geht das vielleicht nur. Ah, mal schauen.
Um die ganzen Handelsschiffe halt mit passenden Items auszustatten, weil da habe ich ja doch einige und die gurken die ganze Zeit durch die Gegend. Kann ich? Wieso geht das denn nicht? Oder geht das nur im Ölhafen? Der Transfer von Items. Ah, das scheint nur im Ölhafen zu gehen. Okay. Wie geht das denn? Wie kriege ich denn hier ein Item dann rein? Muss ich ihn vielleicht aufsammeln lassen, dass ich dann irgendwie... Okay, wartet mal ganz kurz. Wir schauen mal schnell, ob das so funktioniert. Wenn ich hier mal ein Item einsammle. Items, Schiffs-Items. So wird er schon mal schneller laufen. Frachtverlangsamung. Ja, das ist schon ganz gut. Ja. Den packen wir mal ein und schmeißen dem Ding quasi mal vor die Füße. Wo ist der Tanker hin? Da, läuft er. Höhenruder einstellen. Und dann mal schauen, ob er das einsammeln kann. So, den sollten wir, haben wir schon eingeholt. Okay, dann schmeißen wir das einmal hier ins Wasser. Schwupp. Kann der es einsammeln? Nee, geht nicht. Wie kriege ich denn? Das ist doch ein Itemslot. Nein, Blödsinn, das ist ja gar kein Itemslot. Okay, sorry, falsch gedacht. Das geht ja gar nicht. Der kann wirklich nur Öl laden. Der hat, das sind die Itemslottel hier. Okay. Also, das war's dann. So viel dazu. Da könnten wir eins reinpacken, ne? Dann läuft der ein bisschen schneller. Ja, wobei, das, also Priorität würde ich natürlich auf die Überseeschiffe dann legen, dass die auf jeden Fall ein bisschen geboostet werden. Aber das, ach, das mache ich jetzt natürlich auch nicht während der Aufnahme. Das ist viel zu aufwendig. Nee, stattdessen... Was wollte ich genau? Also auf jeden Fall schon mal das E-Werk hier hin, das Kraftwerk hier hinstellen, dass wir das schon mal haben. Und dann sollte ja demnächst die Ölkapazität steigen und dann sollten wir das hier auch versorgt bekommen. Und uns fehlt natürlich der Beton. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Jetzt schauen wir mal, wie weit rüber geht das denn bis hier hin? Ja, dann stellen wir es vielleicht sogar hier außerhalb hin, oder? Na, wobei... Ist ein bisschen unzufriedenstellend von der Reichweite her. Ich baue es erstmal hier hin, denke ich. Ja. Schienenanschluss schon mal dazu. Einmal außen rum. Und dann schickt man gleich nochmal schnell ein Luftschiff los mit Beton. Könnte ich auch einfach mal automatisiert hier rüber befördern lassen. Ne? Beton schaffe ich aktuell immer noch hier zu Fuß, wollte ich schon sagen, rüber. Immer schön. Packen wir Beton ein und ich denke, ich muss auch dann nochmal eine Lieferung von allem Möglichen für den Staudammbau dort rüber beordern, weil ich glaube, da werden wir auch noch einiges brauchen. Und da werden wir auch gleich mal nachsehen, wie weit die jetzt mittlerweile sind. So, den schicken wir einmal darüber. Okay. Gut. Dann haben wir hier aktuell auch kein Luftschiff mehr stehen. Dann gehen wir mal hier nochmal hin. Und ich schicke auch nochmal was nach Giesing, einfach für Transportgeschichten. Weil das einfach so schön schnell geht, auch wenn das jetzt die etwas kleineren sind, aber das passt schon. So. Schauen wir hier mal ganz kurz rein. Parfum. Ah, das war das Mais und Ethanol. Da schauen wir mal, ob sich das jetzt schon gebessert hat in der Zwischenzeit. Ich hatte nämlich auch noch... Okay, das ist immer noch ziemlich mies. Dann schauen wir... Gerade nochmal hier drüben löschen. So, ich hatte nochmal ein paar Hacienda-Farmen hier hingebaut. Na, denen fehlt halt der Dünger. Was kann ich für dich tun? Ich habe die auch bis hier runter gebaut. Hacienda-Maisplantage. Ah, bauen wir noch ein paar. Wir benötigen Mais. Vielleicht kann ich ja auch, um den Engpass zu überbrücken, nochmal was von der Händlerin holen. Ich weiß aber nicht, ob die Mais verkauft. Wahrscheinlich nicht. Mais haben wir doch hier auch drin. Ach, Blödsinn. Was mache ich denn hier? Hacienda. So, hier, da wollte ich hin. Hacienda Farm. Kriegen wir auf jeden Fall nochmal eine hin. Produktion, Nutzpflanzenauswahl, Mais. Mit ich Anbau beginnen. Silos erspare ich mir jetzt erstmal, weil also da sind wir noch weit davon entfernt, was Dünger angeht, dass wir hier noch deutlich mehr versorgen können. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich hier. Na gut, okay, dann bauen wir es erstmal hier voll. Schauen wir mal, kriegen wir hier noch irgendwie eine weitere reingequetscht? Schauen wir mal. Aber ich denke, ich werde tatsächlich so peu à peu auch die anderen einfach ersetzen hier. Austauschen. Zuckerrohr, da sieht es glaube ich auch, sieht es auch nicht so gut aus. Das lasse ich erstmal laufen und tausche dann so
nacheinander aus. Hier ist auch nochmal eine alte Mais, also alte in Anführungszeichen Maisplantage, aber die könnte man natürlich wegreißen. Und stattdessen hier auch nochmal eine Hacienda-Farm hinstellen. Also ich hoffe, ich habe hier keinen Denkfehler. Ansonsten habt ihr es mir bestimmt schon in der letzten Folge in die Kommentare geschrieben. Aber ich denke schon, dass es irgendwie ein bisschen mehr bringt hier. So, hier auch nochmal Mais. Aber das wird also bis zur nächsten Folge, da habe ich jetzt mal wieder ein bisschen Zeit, um off-camera ein bisschen was zu machen. Ich denke bis dahin, okay, das war jetzt falsch gedacht. Bis dahin dürfte das auch alles passen hier. Dann hat sich das auf jeden Fall wieder eingependelt. So, das wollte ich jetzt noch. Jetzt habe ich hier auch noch Feldeinheiten weggenommen. Die docken wir hier wieder an und dann müsste hier auch nochmal eine weitere Farm reinpassen. Hacienda, Module, Hacienda Farm. Ganz genau, das funktioniert. Kriegen wir die hier auch noch angeschlossen. Müssen hier erstmal noch das Feld fertig bauen. Und dann kriegen wir locker hier nochmal eine komplette Anbaufläche für den hier voll. Mais. Und zack. Sehr schön. Ah, da. Wird sogar noch mehr gehen, theoretisch. Aber gut, das geht erstmal klar soweit, würde ich sagen. Das hast du nein, Maisfeld fehlt. Oh nein, nein. Gut, geht doch nicht klar. Moment. Haben wir gleich. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hier. Könnte doch dann ein bisschen eng werden hier. Oh. Ah doch, hier geht's. Hier kommen wir um die Kurve. 64. Kriegen wir den jetzt auch noch voll? Oh, Maßarbeit, Leute. Ja, hier ist Baugelände blockiert. Verdammt, verdammt, verdammt. Dann müssen wir hier noch was wegnehmen. Ist mir wirklich unangenehm. So, kriegen wir den. Der ist jetzt voll. Jetzt fehlt dem halt wieder was, ne? Und dann muss ich das wahrscheinlich auch nochmal irgendwie ein bisschen umdisponieren. Oder geht das? Natürlich nicht. Okay, wir machen das jetzt noch schnell fertig hier. Das Maisfeld von dem geht wohin? Zu welchem gehört das denn jetzt hier? Das gehört noch zu ihm. Das heißt, hier können wir was wegnehmen. Ah, wieso geht das nicht? Gehört das doch nicht zu ihm? Ah, jetzt. Okay, alles klar. Verstehe. So. Dann machen wir das hier so. Füllen hier wieder komplett auf. Und bauen noch ein bisschen nach hier drüben. So, jetzt. Jetzt haben wir es. Okay. Schwere Geburt, ich weiß. Wie sieht's aus? Mais. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Entwicklung stabil. Aber ich hätte gerne einen grünen Pfeil nach oben. Also bauen wir nochmal eine. Was haben wir denn hier eigentlich? Boxkampfarena. Warum ist hier eine Boxkampfarena? Moment. Ach, wegen der Hacienda. Die würde ich aber auch versetzen. Die packen wir mal hier drüben hin. Und hier werden wir auch nochmal ein bisschen umdisponieren. So, langsam, langsam, langsam. Ziegel hat sich auch einigermaßen erholt. Das werden wir so lösen. Der Feldweg kommt weg. Und hier kommt auch nochmal eine Hacienda-Farm hin. Machen wir es so. Und auch hier gehen wir nochmal in die Maisproduktion, in den Maisanbau. Füllen hier erstmal auf. Hier sind das eigentlich auch, das sind halt auch noch ganz normale Plantagen. Da sollte ich auch um, da sollte ich massiv noch umdisponieren. Ja. Na schön. Damit sollten sich die Bestände ja hoffentlich jetzt ein bisschen erholen. Wir drücken hier nochmal ein bisschen auf die Tube. Dann muss ich auch noch wegen Zuckerrohr schauen, denn Rum ist natürlich auch super wichtig. Aber ich hoffe, dass jetzt zumindest mal der Mais ein bisschen hochgeht. Na komm schon. Sonst muss ich da einfach noch gnadenlos weitermachen. Das hilft alles nichts. Na gut, aber damit will ich euch jetzt echt nicht langweilen. Das artet jetzt, glaube ich, zu sehr aus. Das ist jetzt tatsächlich was, was auf meine To-Do-Liste kommt für Off-Camera-Arbeiten. Genauso wie das Zuckerrohr.
Ja, hilft nichts. Das sind die Sachen, an denen ich arbeiten muss. Gut, stattdessen machen wir nochmal ein bisschen Geld. Ich hatte hier nochmal ein paar Schiffchen stehen. Gut gefüllt. Zap, zap. Und fast 1 Million nochmal gemacht. Ausgezeichnet. So, ja, okay, ist kein Meister dabei, ne? Hier kann man auch nicht würfeln. Egal. Dann holen wir uns... Ja, gut, komm, Krokodile sind halt cool, deswegen kaufen wir eins. Wir holen nochmal ein bisschen was für den Zoo. Machen dieses Schiff, glaube ich, mit Tieren für den Zoo hier vor Ort voll. Komm, noch ein bisschen was Besseres, würde ich sagen. Und das andere Schiff machen wir voll mit Zoo- und Museumsgegenständen für Crown Falls. Das wird da auch ein bisschen vorankommen. Aber jetzt schauen wir erstmal noch nach einem vernünftigen Tier. Den haben wir schon. Nochmal drüber schauen. Zeitung, was sagt die Zeitung? Okay. Gut, Explosion minus 5 ist in Ordnung. Das ist schon okay. Das kann man so lassen, glaube ich. Sonst, wenn das nochmal irgendwie übel schlechte Presse gewesen wäre, dann hätte ich hier tatsächlich nochmal lektoriert. Ich glaube, ich muss auch woanders nochmal nach Tieren schauen. Also in der alten Welt, meine ich, kann man ja auch welche kaufen. Oh, der ist gut. Paradiesvogel. Episch. Ein epischer Paradiesvogel. Ausgezeichnet. Die schicken wir hier hin. So, und den habe ich nämlich auch ordentlich voll gemacht. Ich wollte auch mal schauen, was die Dinger so bringen. Naja, okay, gut. Das ist ja wirklich überschaubar. Das ist auch überschaubar, aber da sind die Lager halt voll. Ja, das ist schon das Beste hier, ne? Also Bomben verkaufen. Helium ist auch gut. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, Items. Dann schauen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Würfeln einmal und ich würde sagen, ja, den haben wir jetzt zwar schon einmal, aber eben nur hier vor Ort. Deswegen können wir den auf jeden Fall nach Crown Falls verschiffen. Dann, ah, der ist ja auch Zoo. Schmetterlinge. Hübsch. Und dann schauen wir natürlich auch noch, ob wir noch vielleicht irgendwie ein paar nette Sachen fürs Museum bekommen. Dass wir beides so ein bisschen auffüllen können. Da sehe ich jetzt gerade gar nichts, ehrlich gesagt. Ah, das ist doch fürs Museum. Ja, das darf schon ein bisschen hochwertiger sein. Kommt schon, Leute. Schauen wir vielleicht tatsächlich nochmal nach Episch und drüber. Auch wenn es teuer ist. Was haben wir hier? Museum. Plus 50. Ausgezeichnet. Wird gekauft. Kostet es, was es wolle. Ich habe gar nicht auf den Preis geachtet. Schweineteuer, die Dinger. Das geht ja immer so Richtung 1 Million oder so. Aber egal. Oh, wen haben wir denn hier? Ja, okay. Brauchen wir nicht unbedingt. Wie viele Plätze haben wir noch? 2 Stück. Plus 20. Nee, komm, wir schauen jetzt wirklich nochmal nach epischen Sachen hier. Das ist doch bestimmt auch hier, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte erst Museum. Blödsinn. Grün. Okay, ein blauer. Den nehmen wir noch mit. Blauer ist auch in Ordnung. Oh, da wäre noch ein... Ah, da wäre noch ein legendärer gewesen, ne? Fürs Museum, glaube ich. Naja, okay. Hier, Krokodil. Alligator. Albino-Alligator für den Zoo kommt auch mit. So. Und jetzt muss ich mich eh schon wieder ein bisschen zügeln hier mit Geld ausgeben. Gut, dann schicken wir den mal ans Kap. Ausgezeichnet. Sehr gut. Ja, schön. Schön, schön, schön. Der ist auch schon da? Nee, der handelt. Das ist der Dicke. Ah, nicht ganz der Dicke. So, aber hier. Stopp, stopp, stopp. Halt. Bleib da stehen. Füllen wir hier nochmal ein bisschen auf. Wohin soll's gehen? Zack, zack, zack. Dass wir hier auch nochmal ein bisschen vorankommen. Dann werden wir nochmal kontrollieren. Oh, wir brauchen tatsächlich noch weitere Gehege. So, Paradiesvogel. Dann bauen wir es noch ein bisschen aus. Freies Gehege. Hier in diese Richtung vielleicht auch nochmal so ein bisschen. Mit Pfad dazwischen, würde ich sagen. Machen wir es ein bisschen luftiger. Ach, die kann man ja doch ziehen. So. Tiere hinein. Und fertig. Gut. Ja. Schon wieder Halbzeit bis zur nächsten Attraktivitätsstufe. Das schaffen wir auch noch. Okay, ansonsten, wie geht's denen? Okay, das wird sich jetzt dann... Oh, ja, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Mescal-Versorgung. Wollen wir da auch nochmal ganz kurz reinschauen. Aber ist halt auch so ein Ding, das... Ihr habt ja gesehen, also ich habe jetzt auch einige Folgen einfach am Stück aufgenommen, mehr oder weniger am Stück, und deswegen ist einiges jetzt wieder hier quasi hinten runtergefallen, was ich dann nochmal off-camera alles abarbeiten werde. Wo hat man denn den verdammten Mescal? Das Mescal. Hier einsortiert. Hier. Da brauchen wir Kräuter
Zucker. Daran kannst du auch scheitern. Zucker und Zitrus. Kräuter, Zucker, Zitrus. Kräuter, Zucker, Zitrus. Moment. Zitrus. Zumindest noch ein bisschen was vorhanden. Kräuter müssten doch eigentlich auch hier unten irgendwo sein. Haben wir einfach keine mehr? Kann das sein? Zitrus. Wo sind denn die Kräuter? Ja, oder auf der Höhe hier irgendwo. Kräuter. Das heißt, es scheitert am Zucker, oder? Oder halt an der Endproduktion. Ah ja, okay, gut. Ja, das hängt natürlich jetzt alles am Zuckerrohr. Ja, muss ich mich drum kümmern. Werde ich tun. Bis zur nächsten Folge sollte das korrigiert sein. Okay, dann würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen hier in Manula. Hat sich hier ganz prächtig entwickelt hier. Oha, da geht's auch ganz schön den Bach runter. Aber die müssten noch alles haben. Das heißt, da fehlen tatsächlich nur einfach Häuser. Aber gut, kann man auch erstmal so stehen lassen. Für den Moment zumindest. Wie sieht's hier aus? Oh! Hervorragend. Phase abschließen. Super. Okay, da muss ich jetzt sowieso auch in den Transport hineingehen. Da muss man auch echt das Dickschiff... Genau, wenn der diese ganzen Tiere und Museumsgegenstände rüber verschifft hat, mache ich den direkt voll und schicke den zurück hier mit Stahlträgern und so weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Schön. Ah, das, so hat die mir das vorgestellt. Wunderbar. Da tut sich was. Moment. Da kriegen wir natürlich einen Screenshot. Hm, cool. Endlich. Das wird. Ah, ich bin ja, also, bitte spoilert mir das nicht. Gut, ich meine, ich muss mir ja keine Screenshots oder so anschauen. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Läuft dann wirklich dieses ganze Ding hier auch voll und dann haben wir hier oben so einen Stausee? Gehe ich mal von aus. Muss ja so sein, ne? Das ist ja schon cool. Wenn das nicht so ist, dann bin ich schwer enttäuscht. Aber ja, ich gehe davon aus, dass es genauso kommen wird. Oh, was war das denn hier? Habt ihr gesehen? Paradiesvogel. Okay. Ja, cool. Kann man hier noch ein bisschen rumhampeln vielleicht? Geht das? Ups. Bin jetzt gelandet, sag mal. Ich schätze, man kann hier nicht so wahrscheinlich... Ja, doch, vielleicht, wenn der fertig ist, der Damm, könnte ich mir vorstellen, dass man da schon auch irgendwie drauf spazieren gehen kann. Ah. Sauber. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Also, ich habe das schon mehrfach erwähnt, meine ich, aber die DLCs haben in meinen Augen hat das schon alles Hand und Fuß. Bringt coole neue Inhalte rein. Und ich finde, es geht auch vom Geld her, wenn man sich sowieso diese Season-Pässe holt. Und vielleicht gibt es da ja auch die Möglichkeit, das mal für einen Discount zu bekommen. Das lohnt sich halt schon, wenn man auf dieses Spiel steht und einfach gern noch mehr zu tun hat. Dann war es das schon. Ist gut. Ja. I like. So, dann lass mal, glaube ich, Manula erstmal ein bisschen in Ruhe. Ich werde mich, wie gesagt, um die ganzen restlichen Dinge wie Zuckerrohr und so weiter kümmern. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Da schauen wir gerade mal, welcher war das? Der ist tatsächlich schon da. Das geht so dermaßen schnell. Das ist ja wunderbar. Okay, dann können wir hier noch Museum und Co. bestücken. Und wir können auch direkt hier, das können wir jetzt auch schon schnell machen. Stahlträger brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Ziegel, ja, es kann auch nicht schaden. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas Sinnvolles für die neue Welt haben, ehrlich gesagt. Außer es haben sich noch irgendwelche Waren angesammelt, die wir hier nicht benötigen und drüben verarbeiten können. Sieht nicht so aus. Dann nehmen wir vielleicht lieber noch ein paar weitere Stahlträger mit. Denn wenn wir Ölquellen auch noch anzapfen wollen und so weiter, dann werden wir das auf jeden Fall brauchen. So, passt schon. Dicke Lieferung. Ab geht's. Was hat er? Ah, er hat jetzt auch gerade... Ja, genau. Ach ja, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Das wollen wir auch noch hier fertig machen in dieser Folge. Kraftwerk fertig bauen. Zack. Erledigt. Dann dürfte der gleich loslegen und wir hatten noch ein paar Lastflügel hier drüben. So, auch erledigt. Ist, hat sich das jetzt hier schon mal so ein bisschen besser gefüllt? Ja, sieht aber schon besser aus. Der ist gerade angekommen, hat voll gemacht. Okay, ich meine, wir haben jetzt auch insgesamt zwei weitere Öltanker, die immer voll herkommen. Das sollte also schon hoffentlich genügen, um diese beiden Kraftwerke zu versorgen. Das ist auch weitestgehend zweigleisig. Vielleicht wäre es nochmal sinnvoll, hier in eine zweite Brücke zu investieren, aber ich glaube, das geht schon. Weil das ist alles, ja, von den Fahrwegen her müsste das schon funktionieren. Ich denke, das geht klar.
Ja, der fährt eh schon wieder zurück und hat noch Öl geladen. Das heißt, hier ist wahrscheinlich voll. Wo wir gerade noch beim Thema Öl sind, ich springe noch einmal kurz zurück hier und schau mal, wie hier die Lagerbestände sind, ob wir vielleicht nochmal aufrüsten müssen. Nee, okay, bis auf Weiteres nicht. Der ist jetzt maximal ausgebaut und man kann ja auch noch, wenn das nicht reichen sollte, können wir ja noch... Wo haben wir es denn? Nee, ihr wisst schon, es gibt ja noch ein weiteres Öllager, ne? Was man hier noch hinzufügen kann. Wo ist denn hier die Elektrizität? Das hier könnte man noch hinzufügen. Bei Bedarf. Aber bis hierhin, glaube ich, ist das jetzt erstmal schon in Ordnung. Ja, sehr schön. Gut, dann füllen wir hier noch ein bisschen. Mit schönen Gegenständen. Wunderbar. Einmal das und wir hatten doch, ach, tatsächlich nur eins, aber das gibt plus 50. Wir kommen über die Grenze. Wir sind dann gleich eins weitergekommen. Verlockende Metropole wird zur reizvollen Metropole. Sehr schön. Neue Palaststufe sogar. Das heißt, wir kriegen jetzt mehr Richtlinien, haben wir jetzt zur Auswahl, ne? Cool. Ah, mehr Reichweite für Kraftwerke, das nehmen wir gleich. Das gefällt mir, das ist gut. Ja, wunderbar. Perfekt. Davon profitieren wir auf jeden Fall. Dann können wir hier die Industriegebiete erweitern. Hier haben wir mehr Stromversorgung, können hier wieder guten Gewissens die Häuser ausbauen in alle Richtungen. Ja, Glühbirnen ist auch tatsächlich ein Problem. Na gut, aber ich würde sagen, hier kann man es erstmal stehen lassen. Die sind jetzt sogar euphorisch. Waren sie, glaube ich, noch nie. Ja, das kam jetzt vielleicht hier durch. Da haben wir hier noch den Bankier. Ja, und generell natürlich durch gestiegene Attraktivität. Ja, passt. Sehr schön, bin begeistert. Schauen wir uns noch. Ja gut, also, ihr wisst ja, ich habe ein paar Dinge zu tun, mit denen ich euch nicht allzu sehr langweilen möchte. Wir werden stattdessen dann hier irgendwie wieder mit Bauprojekten weitermachen, dann in der nächsten Folge. Vielleicht, je nachdem, wo wir halt Bock drauf haben oder ich Bock drauf habe. Speicherstadt ein bisschen ausbauen, Palast ein bisschen ausbauen. Und dann schon auch... Also ich habe es auf dem Zettel, dass wir dann mal eins der nächsten Ländereien besiedeln, also andere Inselwelten. Denn ich glaube, langsam sind wir hier wirklich an einem ordentlichen Punkt angekommen. Wo wir schon nicht mehr so weit, glaube ich, dann auch von den Hochhäusern weg sind. Ne? Also 5000 müssen das dann sein, Bedürfnisse müssen wir erfüllen, aber ist absehbar. Und wenn wir dann tatsächlich zum Beispiel in die Arktis gehen oder wohin auch immer, werde ich tatsächlich auch vorher schon eine dicke Flotte zusammenstellen. Einmal eine kleine Kampfgruppe, dass wir da auch ein paar Kriegsschiffe vor Ort haben, aber vor allen Dingen einige Luftschiffe schnappen und die wirklich richtig fett mit Baumaterialien voll machen, dass wir da direkt loslegen können, wenn wir da halt irgendwie in Arktis und Co. dann angelangt sind. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Da kann man richtig schön in die Sache einsteigen. Gut, also, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Währenddessen werde ich hier einige Dinge erledigen. Und ansonsten soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr kennt das Spiel. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Abschlussszene. Ah, hier ist ganz gut. Also, macht's gut.